Ja, willkommen zurück hier auf dem Kanal. Heute mal wieder mit einem Uldi von 1992. Ein Adventure-Strategie-Mix-Spiel von Virgin. Und dabei handelt es sich um ein Spiel der Firma Cryo Interactive. Die haben früher immer viel Render-Adventures und sowas gemacht. Cryo. Virgin Games präsentiert eine Produktion von Cryo Interactive Entertainment. Der Beginn ist eine sehr delikate Phase. Sie müssen wissen, es ist das Jahr 10.191. Das bekannte Universum wird regiert von Padischah-Imperator Shaddam IV., meinem Vater. Die allerwichtigste Substanz im uns bekannten Universum ist die Spice-Melange. Das Spice garantiert das Leben. Das Spice erweitert das Bewusstsein. Das Spice ist lebenswichtig für die Raumfahrt. Die Raumfahrergilde und ihre Navigatoren, die das Spice über 4000 Jahre physisch verändert hat, benutzen das orangene Spice-Gas, das ihnen die Fähigkeit verleiht, den Raum zu krümmen. Das heißt, in jeden Teil des Universums zu reisen, nur durch Gedankenkraft. Ach ja, ich vergaß Ihnen eins zu sagen. Das Spice existiert nur auf einem einzigen Planeten des ganzen Universums. Einem einsamen, trockenen Planeten mit weiten Wüsten. Versteckt in den Gebirgen dieser Öde lebt ein Volk bekannt als Fremen. Von alters her gibt es eine Prophezeiung, dass ein Mann kommen werde. Ein Messias, der sie in die wirkliche Freiheit führen wird. Der Planet ist Arrakis, genannt auch Dune, der Wüstenplanet. Ja, damit nochmal herzlich willkommen bei dem Adventure von 1992 mit dem schönen Namen Dune. Also gleich wird noch der Titel erscheinen, genau, Dune. Und jetzt sehen wir einen relativ langen Vorspann, der einen Zusammenschnitt aus einigen schönen Szenen dieses Spiels ist. Das ist quasi ein First-Person-Adventure-Strategie-Mix. Ja, Cryo hat damals ein bisschen ungewöhnliche Sachen gemacht. Und dabei lehnt sich dieses Spiel vom Design her stark an den Film Dune von 1984 an. Sogar einige Charaktere sehen so aus wie bei denen, andere nicht. Wahrscheinlich haben einige Schauspieler die Rechte nicht freigegeben, dass die Charaktere wie sie aussehen dürfen. Nichtsdestotrotz ein schönes altes Adventure, was man gern mal wieder. We've spotted three troops of Fremen around the palace, and I've sent Gurney Halleck to meet them. He's not returned yet. Go there and see what's keeping Gurney. Spielen wollen. Man sieht schon hier mit englischer Sprachausgabe. I have a deep feeling that being here on Dune with these Fremen will reveal something to you. Something you can't even imagine. Und die Figuren sogar lippensynchron sind. Und das ist unser Held, der Paul Atreides. Und ja. Wir werden das natürlich auch in Deutsch spielen. Also nicht mit englischen Sprechern, auch wenn die ganz gut sind. Aber wir sind ja ein deutscher Kanal, deswegen machen wir das so. Jetzt kann ich vielleicht noch was aus dem Handbuch vorlesen, solange der Vorspann läuft. Gucken wir mal, wie viel wir schaffen. Also aufgepasst. Dune. Arrakis ist der dritte Planet von Canopus. Auch der Wüstenplanet genannt ist eine so unwirtliche und öde Welt, dass organisches Leben darauf unmöglich scheint. Auf
diesem Planeten mit seinem grausamen Klima können die Bodentemperaturen leicht 350 Grad erreichen und Fauna und Flora müssen ums Überleben kämpfen. Der Planet ist abgesehen von den Polen mit endlosen Sanddünen bedeckt, die nur ab und zu von schroff aufragenden Felsen unterbrochen werden. Dazu gibt es riesige Flutsandbecken und die Luft ist oft gesättigt mit Sandkörnern, die auch in das kleinste Maschinenteilchen eindringen. Häufig jagen ohne jegliche Vorwarnung schwere Sandstürme mit hohen Windgeschwindigkeiten über die Ebenen und begraben alle Lebewesen unter sich, die nicht rechtzeitig Schutz suchen konnten. Dennoch gibt's Leben auf Arrakis. Kleine unterirdisch lebende Tiere können in diesem Hochofenklima fortbestehen. Die Kängurumaus, der Wüstenfuchs, der Wüstenhase, die Sandschildkröte sowie unzählige Insektenarten, die sich in der glühenden Hitze wohlfühlen. Und dann gibt's noch die Sandwürmer. Shai-Ulud, die alten Männer der Wüste. Riesige Würmer, die eine Länge von mehreren hundert Metern erreichen können. Jeder Wurm verteidigt eifersüchtig sein Territorium. Er kann sich mit großer Geschwindigkeit über den Sand bewegen oder sich durch den Untergrund bohren, um alles, was Schwingungen erzeugt, anzugreifen. Auf Arrakis gibt es auch in die Legende das Leben. Das Stammesgeschlecht der Fremen, das in stetigem Kampf gegen die Elemente zu einer kargen Lebensführung gezwungen ist. Die Fremen sind verwegen, lieben ihre Unabhängigkeit und sind sofort an ihren blauen Augenfarbe erkennbar, die durch das nur auf diesem Planeten vorkommende Gewürzmelange hervorgerufen wird. Wasser ist die kostbarste Substanz auf Arrakis und die Fremen versuchen es unter allen Umständen zu bewahren. Sie tragen deshalb einen speziellen Anzug, der die Körperflüssigkeiten sammelt und zur Wiederverwendung aufbereitet. Mit Hilfe eines Filter- und Wärmeaustauschverfahrens können die Destillanzüge vom Körper ausgeschiedenes Wasser wiederverwerten. Aufgrund der enormen Bedeutung, die das Wasser im Leben der Fremen hat, haben sich viele Rituale und Überlieferungen gebildet, bei denen Wasser im Mittelpunkt steht. Die Körperflüssigkeit eines Individuums werden als dem Stamm gehörend betrachtet und daher beim Tod des Individuums in einem rituellen Vorgang dem Körper des Toten entzogen und aufbewahrt, während das Ausspucken als ein Zeichen des Respekts gilt. Jahrhundertelang kämpften die Fremen lediglich um ihr Überleben, doch eines Tages kam ein Mann nach Arrakis, der einen Traum mitbrachte und damit das Leben der Fremen und ihrer Umwelt für immer veränderte. Pardot Kainz war ein Ökologe vom Imperator nach Arrakis gesandt, um dort Forschungsarbeiten durchzuführen. Kainz erkannte sofort, dass der Planet unerhörtes Veränderungspotenzial aufwies und den Bewohnern ein besseres Leben ermöglichen konnte. Kainz entwarf seine Vision einer Welt, die mit Vegetation bedeckt ist und Wasser im Überfluss besitzt. Von Kainz' Begeisterung und seinem Glauben an die Verwirklichung des Traums mitgerissen, machten die Fremen sich daran, die Wüste zu erobern, indem sie Auffangbecken bauten, die unterirdisches Wasser sammelten und Windfallen aufstellten, die die Luftfeuchtigkeit auffangen sollten. Niemand begibt sich freiwillig auf einen Planeten wie Arrakis, oder? Einen guten Grund gibt es. Die nur auf diesem Planeten vorkommende Substanz, Gewürz oder Melange genannt, die momentan zu einem Preis von 620.000 Solaris pro Dekagramm verkauft wird. Das Gewürz, das einen zimtähnlichen Geruch ausströmt, wird in einem komplizierten und zum Teil noch unerforschten Prozess durch die Sandwürmer gebildet und wie Erz abgebaut. Das Gewürz hat lebensverlängernde Eigenschaften und angenehme Nebenwirkungen. Doch der eigentliche Grund für seinen hohen Wert ist seine Fähigkeit, die Navigation im tiefen All zu ermöglichen. Aus diesem Grund erfreut sich das Gewürz großer Beliebtheit und Nachfrage bei allen Völkern des Universums, das wie ein riesiges Feudalreich von einem allmächtigen Autokraten und einer gigantischen Kooperation, die sich in den Händen mehrerer Häuser befindet, regiert wird. Der Imperator verleiht die Schürfrechte, die von allen sehr begehrt sind. Als der Imperator dem Haus der Atreiden, die seit vielen Generationen auf Caladan wohnten, die Schürfrechte anbot, konnten diese das Angebot nicht ausschlagen, besonders da diese Rechte einst ausschließlich in den Händen des Hauses Harkonnen lag, der eingeschworenen Feinde der Atreiden, die schon seit mehreren Generationen eine Fehde oder Kanli gegen sie führen. Bisher haben nur die Harkonnen von der Gewinnung des Gewürzes profitiert, während die Fremen als Sklaven zu seinem Abbau herangezogen wurden. Die Atreides konnten sich diese Chance, die Schürfrechte auf Arrakis zu erwerben, nicht entgehen lassen, obwohl sie sich bewusst waren, dass dort Misstrauen, Verrat und Konflikt auf sie warteten. So verlegte der Herzog Leto sein Haus auf dem Planeten Arrakis zusammen mit seiner Frau Jessica und seinem 15-jährigen Sohn Paul. Dieser zeigte trotz seiner jungen Jahre gute Führungs- und Kampfeigenschaften, aber er besaß auch besondere Kräfte. Kräfte, die er selbst nicht genau verstand und die ihm seine Mutter vererbt hatte, die aus der mächtigen weiblichen Sekte der Bene Gesserit stammte. Diese Kräfte musste er weitaus eher einsetzen, als man geahnt hatte. In diesen Zeiten der Zukunft hat der Mensch schon viele Welten erforscht, indem er mit Hilfe des Gewürzes durch das All reist. Das Gewürz, diese kostbarste Substanz des gesamten Universums, wird nur auf einem Planeten gefunden. Dieser Planet ist Arrakis, besser bekannt als
Der Wüstenplanet. Oder auch Dune. Es ist ein öder, ausgetrockneter Planet mit riesigen Wüstengebieten. Nie ist hier ein Tropfen Regen auf Arrakis gefallen. Sie übernehmen die Rolle von Paul Atreides, dem Sohn des Herzogs Leto Atreides. Die Harkonnen, seit langem die Feinde ihrer Familie, sind auf den Wüstenplaneten gekommen, um auf ihre brutale Weise die Kontrolle über die Gewürzproduktion zu übernehmen. Doch der Imperator des Universums hat ihrer Familie gestattet, sich ebenfalls auf dem Wüstenplaneten anzusiedeln. Sie sind fest entschlossen, diese Gelegenheit zu ergreifen, um mit Hilfe der wenigen Eingeborenen der Fremen die Harkonnen vom Wüstenplanet zu vertreiben. Die Geschichte beginnt mit ihrer Ankunft auf dem Wüstenplaneten, einem verlassenen Palast, der sich in sicherer Entfernung von den Forts der Harkonnens befindet. Ja, und damit starten wir ins Spiel. Hier sieht man den Herzog Leto Atreides. Aber bevor wir wirklich starten, schauen wir uns nochmal im Schlafgemach um. Denn hier kann man in den Spiegel schauen, beziehungsweise ich wollte einfach endlich mal in dieses Büchlein hier schauen. Denn dort gibt es einige Sachen zu sehen. Also Dune, alle Themen, hier kann man die Musik abspielen. Thema Paul Atreides. Der gesamte Planet Arrakis ist von Wüste bedeckt. Er wird daher auch der Wüstenplanet genannt. Er ist der einzige Ort, auf dem das Gewürz die wertvollste Substanz im ganzen Universum vorkommt. Wetter, keine Niederschläge, die wenigen Ureinwohner, die Fremen, leben in der Wüste verborgen. Und wenn man das hier anklickt, hat man nochmal die Vorspannsequenz. Das ist übrigens ein Ausschnitt aus dem Originalfilm. Habe ich hier ein bisschen besserer Qualität und in Deutsch reingeladen. Weil das war schon sehr verpixelt und außerdem, wie gesagt, wir spielen es auf Deutsch. Nächste Seite vom Buch. Paul Atreides kam mit seinem Vater, dem Herzog Leto Atreides, und seiner Mutter Jessica auf den Wüstenplaneten. Sie siedelten sich in der tiefen Wüste in einem Palast an, der früher von den Harkonnen, ihren Feinden, bewohnt wurde. Der Heimatplanet der Atreides ist Caladan. Oh, schauen wir uns das Video dazu an. Caladan. 19 Lichtjahre weiter ist Bene Tleilex. Der Trainingsplanet der Mentaten, der menschlichen Computer. Einen Mentat erkennt man an seinen rot gefleckten Lippen. Der Arrakis. Spice-Erntefabriken. Sie fördern das Spice aus dem Sand und bei Gefahr heben Carryalls sie hoch, wenn ein Wurm angreift. Das Wetter. Stürme. Kein Niederschlag. Und kein Tropfen Regen auf Arrakis. Und die Harkonnen sind hier. Da, der Planet Girdi Prim. Und Baron Harkonnen, der Feind. Baron Harkonnen hat sich geschworen, die Atreiden zu vernichten und den Siegelring des Herzogs in seinen Besitz zu bringen. Genau, wie gesagt, Ausschnitte aus dem Film von 84. So, ich glaube, mehr Seiten gibt es noch nicht, oder? Ah, es gibt einen Abspann. Na, den brauchen wir uns auch jetzt noch nie anschauen. Und jetzt schließen wir das Buch wieder. Und wenn man hier in den Spiegel schaut übrigens, ne, da kann man sich selbst sehen, beziehungsweise sichern, speichern und neu starten und so weiter. Und die Karte von Arrakis zeigt die Anzahl der Truppen und sowas, weil es ist ja ein Strategiespiel. Hier kann man ein bisschen durch die Karte klickern. Und hier sieht man den Überblick, wo wir sind. Ja, genau hier. Und die Seite der Gebiete, Vergleich des Gebiets. Nochmal hier. Vergleichergebnisse. Tag auf Arrakis, kontrollierte Gebiete. Wir sind rot, wir haben noch keine Männer und wir haben kein Charisma. Erster Tag, die Harkonnen sind schon ein bisschen weiter, wie man sieht. So, und jetzt kann man natürlich, hier sieht man blauen Gebiete, ne?
Und da kann man die ganze den ganzen Planeten praktisch untersuchen. So, jetzt starten wir aber mal hier. Also sprechen wir mal mit Herzog Leto Atreides. Ich bin Herzog Leto Atreides, dein Vater. Hallo Papi, sprich mit mir. Mein Sohn, wir müssen das Gewürz so schnell wie möglich abbauen. Es kann sonst sein, dass der Imperator uns zurückbeordert. Okay, das wollen wir ja nicht. Drei Truppenabteilungen der Fremen wurden um den Palast herum gesichtet. Und ich habe Gurney Halleck zur Begrüßung vorgeschickt. Er ist noch nicht zurück. Geh und sieh nach, was geschehen ist. Oh, das war's schon. Hast du noch was anderes zu sagen? Ja. Komm mit mir. Nein, ich muss hier bleiben. So. Gut. Können wir mal hier rüber gehen. Der Balkon. Hier sieht man Ornithopter, die Fluggeräte. Ja, gehen wir mal nach draußen. Gucken, wo der ist. Ne? Oh, Mutti. Jessica. Ich bin deine Mutter Jessica. Der Herzog hat Gurney Halleck nach Kartak Tuek geschickt. Geh und flieg mit einem Ornithopter dorthin. Schnell, mein Sohn. Ich spüre Gefahr. Nichts weiter? Warum spürst du Gefahr? Komm mit mir. Ich glaube nicht, dass ich bei dir sein muss. Wie bitte? Sei still. Okay, raus da. Und nochmal raus. Und nochmal raus. So, wir sollen Ornithopter nehmen. Kartak Tuk sollen wir hin. Kartak Timin und Kartak Haag. Wir sollen hier hin, weil da unser guter Freund auf uns wartet. Und hier sieht man quasi eine 3D-Animation, was man damals so als 3D-Animation verstanden hat. Ne? Damalige Zeit, aber es war schon cool. Also die Franzosen haben immer eine schöne Grafik gemacht. Auch gab es später ein Spiel, das hieß Lost Eden. Das ging um Dinosaurier. Das war auch ein sehr schönes Spiel. Werde ich hier bestimmt auch mal vorstellen. Ah, jetzt sind wir bei Dune. Und da schauen wir uns das an. Diese Sequenz kommt, glaube ich, jetzt in der CD-Version immer. Ist zwar ein rasanter Flug, ne, durch die Wüste. Allerdings sieht er immer gleich aus. Deswegen kann man das, kann man zum Ziel springen. Solange man ein Ziel hat. Es gibt dann auch Sequenzen, wo man suchen muss und einfach in die Wüste quer mal reinfliegen muss. Man sieht, wie die Zeit auch, wie die Sonne dort wandert. Ich hoffe, wir kommen noch heute an. Und nochmal um die Felsen rum. Das erste Mal lasse ich es aber voll laufen. Ne? Wird gleich Nacht, wenn wir hier so weitermachen. Ist das eigentlich eine Endlosgeschichte, dass das immer dasselbe Prank ist? Nee, jetzt kommen wir, glaube ich. Hallo? Jetzt ist auch mein Mauszeiger weg. Wo sind wir? Ach, da. Okay. Gut, sind gelandet. Jetzt gehen wir mal da rein. Man kann ja auch auf die Wüste latschen, aber dann kommt man ohne Anzug um. Das wollen wir ja nicht. Also. Gurney Halleck, red mal mit dem. Mein Name ist Gurney Halleck. Ich diene den Atreides schon lange Zeit. Schön. Ich habe gerade mit den Fremen Verbindung aufgenommen. Die Fremen leben schon lange in den Sandwüsten dieses Planeten. Sie wohnen in Sieges, die so gut verborgen sind, dass niemand genau weiß, wie viele es eigentlich gibt. Schön. Ich habe versucht, sie zu überzeugen, dass sie mit uns zusammenarbeiten sollten. Versuch du es, Paul. Vielleicht vertrauen sie dir. Okay, Fremen. Wir haben schon von dir gehört. Du bist der Sohn von Herzog Atreides und Jessica, der... Könnte er der Erwartete sein? Wir Fremen sind die ersten Bewohner auf Arrakis. Wir haben uns der Wüste angepasst. Punkt, Punkt, Punkt.
arbeite für mich. Ja, mein Trupp kann für dich arbeiten. Das war ja einfach. Befehle an Trupps geben. Mein Trupp ist in Kartak Tuek stationiert und wartet auf deine Befehle. Truppenaufgabe, aber weitere Informationen. 1900 Mann, Motivation 28%. Werde Gewürzspezialist. Gewürzabbau ist etwas ungewohnt für uns, aber wir versuchen unser Bestes. Keine weiteren Befehle. Naja, reden wir mit Gurney. Oder Gurney. Am besten wäre es, wenn wir die drei Sieges zusammen besuchen und dann zum Palast zurückkehren, um dem Herzog Bericht zu erstatten. Okay, dann kommen wir mit. Gut, ich gehe mit dir, Paul. Aber Paul, du weißt, dass ich dir überall hin folge. Ja, sei still. Ja, hier unten ist er aufgetaucht, ne? Am besten wäre es, ja, hast du schon gesagt. Also, es wird langsam finster. Drei Sieges, immer zum Kartak Timin. Ist schon die Nacht halb wieder rum, ist gleich morgen. Vielleicht lasse ich doch noch mal ein kleines Stück laufen, aber Sprung zum Ziel klingt mir jetzt. Wir springen jetzt mal zum Ziel. Wir wollen ja auch nicht, dass die Folge ewig geht. So. Jetzt gehen wir wieder rein. Also man sieht schon, jetzt ist es Nacht. Hey du. Etwas Besonderes steckt in dir, ich fühle es. Aber ob es dir auch gelingen wird, die Geheimnisse dieses Planeten zu ergründen, das weiß ich nicht. Sonst hast du nichts zu sagen? Arbeite für mich. Ich bin mir nicht sicher, dass du unsere Fähigkeiten auch wirklich zu schätzen weißt. Wie bitte? Na gut, dann... Was meinst denn du dazu? Hast du bemerkt, dass alle Fremen blaue Augen haben? Völlig blau. Kein bisschen weiß darin. Es liegt an der Übersättigung des Bluts mit Gewürz. Die Fremen scheinen in Stämmen oder Trupps organisiert zu sein. Am besten wäre es, wenn ihr die drei seht. Ja, ja, ja. Also den haben wir besucht. Da war nichts zu holen. Dann weiter. Man sieht, wie hat sich jetzt auch die Beleuchtung dieser Szene verändert. Aber ich springe wieder zum Ziel. Und da gehen wir rein. Und dann reden wir mit den guten Fremen. Wir haben dich von anderen Siegers kommen sehen. Ach, das ist ja spitze. Mehr hast du nicht zu sagen? Arbeite für mich. Ja, mein Trupp kann für dich arbeiten. Na, das ist spitze. Befehle an Trupps geben. Mein Trupp ist in Kartak Haag stationiert und wartet auf deine Befehle. Armeespezialist? Ich glaube nicht, dass mein Trupp sich für dich einsetzen will. Na dann wirst du halt Gewürzspezialist. Wir wissen wenig über den Gewürzabbau. Na, ist eine Spitze. Wir sollten dem Herzog berichten, dass nun zwei Trupps für uns arbeiten. Gut, dann wieder raus hier. Und einsteigen und nach Hause fliegen. Einmal können wir es ja noch laufen lassen. Und dann gucken wir mal, wie der Übergang beim Anflug zum Schloss ist. Ne? Hälfte der Strecke haben wir ja schon geschafft. Langsam wieder hell, aber laut Karte ist noch finsterste Nacht, also hier unten, ne? Der Stelle. Ja, jetzt müssten wir aber schon in Reichweite kommen vom Schloss. Kann auch sein, dass das ein Loop ist, ne? Immer links und rechts und dann taucht möglicherweise immer wieder derselbe Hügel auf. Müsste man mal genau anschauen.
Und wenn man dann irgendwann rechts rum macht, ist dann fließender Übergang zur Endsequenz, wenn das Schloss auftaucht, möglicherweise. So, jetzt müsste es gleich kommen. Wieder links. Jetzt ist es auch die Steuerung wieder weg. Und jetzt wieder rechts. Und dann müsste... Genau. Ah, da. So, wir sind da. Na, erstatten wir mal Bericht. Ne? Oh. Jessica? Dein Freund Duncan ist Experte im Gewürzabbau. Sonst noch was? Komm mit mir. Ich glaube nicht, dass ich bei dir sein muss. Okay, dann Duncan Idaho, erzähl mal was. Mein Name ist Duncan Idaho. Der Herzog hat mich mit der Aufsicht über die Gewürzgewinnung beauftragt. Tja, im Moment habe ich nicht viel zu tun. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, bald große Mengen an Gewürz zu gewinnen. Wenn du wirklich etwas über die Eigenschaft des Gewürzes wissen willst, solltest du deine Mutter Jessica fragen. Dies sind unsere augenblicklichen Gewürzvorräte. 20 Kilo. Oder KGS, was KGS auch immer heißt. Hier siehst du, dass wir gestern mehr Gewürz produziert haben als vorgestern. Sehr gut. Vergiss nicht, dass das Gewürz die weitaus wichtigste Substanz des gesamten Universums ist und dass es nur hier auf dem Wüstenplaneten vorhanden ist. Nochmal danken. Kommst du vielleicht mit? Ich kann jetzt nicht. Ich muss hier noch was erledigen. Na dann nicht. Und Jessica? Das Gewürz wird aus dem Sand des Wüstenplaneten gewonnen. Es verlängert das Leben und erweitert das Bewusstsein. Es wird von den Navigatoren der Gilde für die Reise durch das All verwendet. Ich frage mich, welche Auswirkungen die Nähe von so viel Gewürz auf dich haben wird, Paul. Das frage ich mich auch. Und dann mal weiter im Text. So, Herzog, erstatten wir dir mal Bericht. Die Fremen haben ein besonderes Gewand, das sie Destillanzug nennen. Damit können sie sich in der Wüste aufhalten, ohne dass der Körper Wasser verliert. Wir können diese Destillanzüge gut gebrauchen. Geh mit Gurney Halleck und versuche einige davon zu besorgen. Okay, weißt du denn, wo es die gibt? Und denk dran, wandere nicht in der Wüste umher. Du wirst ohne Destillanzug nicht sehr weit kommen. Okay. Ja, und damit beenden wir die heutige Folge und in der nächsten schauen wir dann, wo wir die Anzüge herkriegen. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronier. Jetzt schauen wir in den Spiegel. Also in diesem Sinne, noch ein bisschen cammen. So, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.